61-Jährigen, auf dem auch wieder viele andere bekannte Künstler wie Nena oder Sascha mitgewirkt haben. Der Mann vom Bodensee besingt zwar auf dieser neuen CD gerne den alten Wolf, aber seine Ausstrahlung ist noch ziemlich frisch. Hallo M, ist es bei euch besser als hier? Damit wird er schlagartig bekannt. Hallo Engel, Stefan Wackershausens erster großer Hit 1980. Von da an sammelt er Erfolge. Er wird Künstler des Jahres und bekommt den Deutschen Schallplattenpreis. Doch Mitte der 90er Jahre hat Stefan Wackershausen genug. Er verabschiedet sich von der Bühne, zieht an den Bodensee, kandidiert in Meersburg für den Gemeinderat, schreibt Kinderlieder. Jetzt ist er zurück. Herzlich willkommen, Stefan Wackershausen. Schön, dass Sie bei uns sind. Stimmt das denn, dass Ihre Leidenschaft für die Musik Ihnen fast das Abitur gekostet hätte? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Also, da müssen Sie sich mit irgendwelchen Lehrern unterhalten. Das ist Geheimwissen. Nee, es kann nicht sein. Nein? Eigentlich nicht, nee. Aber Musik war schon ganz früh eine Leidenschaft, ne? Musik war Leidenschaft und ich habe sicherlich mehr Zeit für meine Gitarren als mit, wie haben Sie es vorhin genannt? Le Poignet d'Amour, meine kleinen Rettungsringe. Ja, genau. Mehr Zeit dafür verbracht, die Gitarrenakkorde zu üben, denn die anderen Sachen, das ist richtig. Aber es war eigentlich nie gefährdet, also das habe ich schon cool hingekriegt. Schon cool hingekriegt, ist ja auch schon eine Weile her. Aber können Sie sich an den Moment erinnern, wo irgendwie für Sie klar war, das ist ein Instrument, damit möchte ich spielen, damit möchte ich arbeiten, ich möchte wirklich Musiker werden? Naja, ich verstehe mich eigentlich nicht als den genialen Musiker. Ich bin eigentlich ziemlich lausiger Gitarrist dazu. Aber mein Talent liegt eher darin, kleine Geschichten zu schreiben und die musikalisch umzusetzen. Mhm. Und ich sehe mich da eher so wie ein musikalischer Regisseur, der halt so ein Gesamtwerk dann macht. Ich schreibe ja eigentlich auch nicht mehr so die kleinen Popsongs, sondern versuche ein gesamtes Album zu machen. Und was so ein Gesamtwerk ist von 60, 70 Minuten mit 10, 12 also Popsongs falsch, aber entsprechenden Elementen, also die Texte in ein gewisses musikalisches Ambiente einzupacken. Das aber sind auch die Lieder untereinander dann sozusagen, also gehören die zueinander, sagen wir mal so? Ich würde Ihnen sagen, dass es ein Gesamtwerk in dem Sinne ist, dass es ineinander übergeht, aber es hat einen gemeinsamen Leitfaden, das ist schon da. Muss man aber, Musik kannst du nie erklären, die muss man hören. Also das fällt mir also immer ganz, ganz schwer, das. Vielleicht sollten wir deswegen erstmal einen Ausschnitt hören, bevor wir uns weiter unterhalten. Das ist vielleicht sinnvoller. Und da wird der alte Wolf drin besungen, in dem Ausschnitt, den wir jetzt Ihnen für Sie haben. Er lehnt an der Bar und schaut sich um. Er sagt nicht viel, er weiß warum. Er hat ein Leben lang sein Wild gejagt. Sein Wolfinstinkt hat noch nie versagt. Dann fährt er es hoch, das Wolfprogramm. Er lächelt charmant, die Rehe kommen näher ran. Sie warten voller Lust auf seinen Biss. Wie lange ist es her, dass er eins von diesen Rehen riss? Der Wolf wird langsam grau, doch ist sehr schlau. Noch beißt der junge Wölfe weg, noch haben die vor ihm Respekt. Der alte Wolf wird langsam grau. Selten aus dem Bau, doch immer noch kommt er ans Ziel. Der alte Wolf erkennt das Spiel. Ja, der alte Wolf kennt das Spiel, Stefan Wackershausen ist alte hier. Wölfe im Einsatz, klar. Ja, genau. Aber ich glaube, dass Sie das nicht unbedingt auf sich beziehen, oder ist das auch ein Stück von Ihnen? Nee, das ist schon ein kleines bisschen, ist da schon Autobiografisches drin, aber natürlich mit einer gehörigen Portion Augenzwinkern und Grinsen. Ja, also nehme das nicht ganz so ernst. Also morgens in den Spiegel guckst und sagst, hätte ich lieber grünen Tee statt Bourbon getrunken, okay. Aber es ist halb.
Aber es ist wieder diese schöne Mischung, oder vielleicht auch empfinden Sie das als gar nicht wieder, sondern ganz neu, diese Mischung aus einer Art rezitativen Gesang, möchte man ja fast sagen, ja, und dieser groovigen Musik, die da drunter liegt. Na, ne? Ich habe immer versucht, das war ja auch schon früher in Louisiana und in den Jahren davor, das so ein bisschen in der Tradition der amerikanischen Singer-Songwriter zu machen. Da ist natürlich spiegelt sich, wenn du selber sehr viel J.J. Cale hörst, Mark Knopfler, Leonard Cohen, das ist nicht, dass du das genauso machst, aber du sammelst das, saugst das auf und irgendwo mit den eigenen Ideen kommt das natürlich dann. Paul McCartney hat mal gesagt, du saugst andere Musik auf wie ein Schwamm, drückst ihn aus mit deinen eigenen Ideen und dann ist ein eigener Song da. Also da hat er nicht Unrecht gehabt, glaube ich. Man kann es auch Inspiration nennen, die davon kommt. Also logisch, jeder Künstler inspiriert den Nächsten. Du kannst auch, man kann Musik auch völlig strategisch, marketingmäßig angehen, sagen, ich schreibe ein 3-4-Minuten-Lied für die Formatradios oder wie auch immer. Da wird nichts draus und dann fängst du aus dem Schieren nichts an und es kommt was unheimlich Tolles raus, was mir selber Spaß macht oder demjenigen, der es schreibt halt. Man sagt aber, vielleicht ist das auch wieder falsches Geheimwissen, dass Sie eigentlich hier nur werden dann die Legenden aufgeklärt. Ja, genau. Hier ist investigativer Journalismus. Genau. Dass Sie im Prinzip ein Lied nur dann zu einem guten Ende bringen können, wenn Sie die ganze Zeit Lust daran haben, das zu tun. Oder was macht Ihnen Lust an einem Lied, andersrum gefragt? Also ich habe ja 1995, 96, als ich Louisiana geschrieben hatte und das eigentlich sehr gut angekommen ist, irgendwie gemerkt, was die Kritiker auch sagen, der Mann ist bei sich angekommen, da war ein Traum erfüllt und dann hätte ich mich wiederholt. Und dann habe ich in dem Moment die Gitarren in den Schrank gepackt, habe andere Projekte gemacht und erst vor ein, zwei Jahren war irgendwie, ich sage immer, die Entzugserscheinungen waren dann zu groß. Und in dem Moment, als dieser innere Ruf wieder da war, war eine gewisse Lust am Schreiben und das ganze Ding ist wieder geflossen. Und da ist eben Teil autobiografisch, teils ist, ich nenne es dann immer Musikkino, ist da dabei und es hat eminent viel Spaß gemacht. Ich glaube auch, der Charme dieses Albums liegt darin, dass ich überhaupt nicht dran gedacht habe, ein Album zu machen. Ich habe Songs, ich hatte keine Plattenfirma, kein Management, nichts. Ich habe die Songs geschrieben, hinterher ein paar alte Musikkumpels wieder versammelt um mich rum. Wir haben herrlich Musik gemacht. Sie werden unschwer feststellen, dass auf diesem Album Titel dabei sind, die völlig radiotauglich sind, 7-8 Minuten lang sind. Aber wir haben einfach Spaß gehabt und ich glaube, das wird hier transportiert. Ja, das merkt man dann einfach natürlich dem Ganzen an. Ne? Sie haben auch ein Lied der Bodensee oder dem Bodensee gewidmet. Ist das eine Region, die Ihnen sehr am Herzen liegt? Also, ich bin Ureinwohner, ich bin am Bodensee unten geboren. Ja, deswegen muss man ja nicht unbedingt sein Herz davon haben. Ja, ich habe auch über den Zeppelin schon mal ein Lied geschrieben bei meinem Kindermusical. Und meine Musiker im Tourneebus haben mir immer gesagt, jedes Mal, wenn wir eine Tournee gemacht haben und über den Schwarzwald reingefahren sind, über die Autobahn der See war, fingen deine Augen an, ganz anders zu leuchten. Wirklich? Und ja, es scheint so zu sein, wobei dieses Lied, Ich will zurück zum Bodensee, ist eine Momentaufnahme, die ist relativ schnell geschrieben. Runter kommt der liebe Augustin, glaube ich, drin vor und die Fischerin vom Bodensee. Aber alles sehr locker und lässig erzählt, mit einer gewissen Coolness. Also man merkt, dass Sie da einfach sehr gerne leben. Klar. Logisch, da kann sie am Bodensee, lässt sich herrlich leben. Das glaube ich sofort. Wenn Sie jetzt natürlich ein Album vorgelegt haben, freut man oder fragt man sich natürlich auch bang, wird er denn wieder auf die Bühne kommen? Wie sieht das aus? Das ist immer das ganz große Problem. Ich bin natürlich in den letzten 20, 25 Jahren mehr oder weniger zum Studiotäter mutiert und war sehr viel im Studio, habe sehr viel Lust und Zeit da verbracht. Und jetzt mit dieser Musik ist es natürlich so, weil es sehr gitarrenorientierte, ausschließlich handgemachte Musik ist, drängt sich das natürlich auf, aber da ist natürlich ein gewisser scheuer Schritt zu überwinden. Ja klar. Aber die Leute wollen Sie sehen. Ja, ich tue mein Bestes. Aber glauben Sie, dass man das auch irgendwie für sich verlernen kann? Nein, das verlernst du nicht, das ist schon klar. Aber es ist natürlich auch für einen etwas älteren Wolf dann schon wieder mit ein bisschen Stress verbunden, wenn du dann wieder rausgehen willst und da so unplugged, nenne ich es jetzt einfach mal, mit 3-4 Gitarren und einer Violine so ein bisschen rum. Also Lust hätte ich schon, aber mal sehen, ob dieser Schritt in die Scheue, ob der überwunden wird. Aber Clubs oder sowas wäre doch klasse. Ja, größere Clubs, also irgendwie völlig richtig. Ein bisschen näher am Publikum ran. So ganz nah, ja. So ein Le Poignet d'Amour. Ja, genau. Und das hält auch fit, habe ich mir sagen lassen. Wäre auch Bewegung, wäre also in jedem Fall zuträglich zu Ihrem Gesamtwohlbefinden. Genau. Und zu unserem auch. Stefan Wagershausen, ganz herzlichen Dank und danke viel auch. Erfolg mit der Dankeschön. CD wünsche ich Ihnen. Danke Ihnen. Ja, liebe